Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios in der neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Und wir sind immer noch in unserem Baum, auch wenn man es von hier aus gar nicht sieht. Und müssen uns hier weiter durchschlagen. Und hier hatte ich überlegt, so einen kleinen Fenstergang oder sowas zu machen. Und dazu müssen wir, glaube ich, erstmal die Fenster freispielen. Die Tür haben wir definitiv schon, aber die Fenster noch nicht. Dann müssen wir die wahrscheinlich erstmal bauen, die Tür. Dazu rutschen wir mal hier durch. Hier oben hin. Honig wollte dafür haben. So, eine Tür. Ja, guck mal, da haben wir nicht ein bisschen mehr freigespielt. Da haben wir auch die entsprechenden Fackeln, die der nette Kollege mal vorgeschlagen hat. So, Türe, Türe, Türe. Wo sind jetzt die Fenster dazu? Dazu brauchen wir definitiv wahrscheinlich Glas. Wo sind sie denn da? Nee, guck mal, die kommen ohne Glas aus. Ist ja lustig. Ein, zwei Türen mehr, so. Doch mal den hierher und huschen mal wieder rüber. Türen sind hier so eigentlich gar nicht von innen, obwohl wir könnten hier eventuell eine hinsetzen. Das funktioniert natürlich nicht. Kommt natürlich auch cool, oder? So ein Gang. Hier soll es ja nicht weitergehen. Hat definitiv was hier zum Garten hin. Leider kann man Türen nicht drehen. Das wäre natürlich noch geil, wenn man die so als Falltür machen könnte. Die ging es ja nicht weiter, ne? Nee. Obwohl man eigentlich, mal ganz ehrlich... Ja, so... Die nehmen wir mal noch raus. Machen wir das mal so. Dab, dab. Jetzt habe ich natürlich den... Oh, da geht mir langsam die Steinchen aus. Machen wir es doch mal so. Wie gesagt, hier kann ich nichts wegnehmen, oder? So, dass wir hier nicht runterflutschen. Ich hätte ja schon gern... Wir sind so hier. Zack. Kann ich hier nämlich den Boden auch doch noch reinsetzen. Aber der ist alle. So, nicht aber auch. So, der da war's. Was? Der war's nicht, oder? Doch. Läuft. Diese mit dem Holz finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann kann man hier nämlich die nächste Treppe hinsetzen. Oh, da... Wie kommst du denn hier hoch? Bist du den Wasserfall hochgeschwommen? Der Baum. So. Hi. Die ganze Zeit war es hier frei von Tieren und auf einmal kommen sie alle aus ihren Löchern. Ja, noch. Ja. So.
Bisschen milchig das Ganze, aber ist gar nicht so schlimm. Und auch hier, das finde ich ziemlich gut eigentlich mit dieser Leiste. Das heißt, sie muss hier natürlich auch hin. Und hier müssen wir ja noch mal was einreißen. Dadurch kriegen wir natürlich erstmal wieder Material, was ziemlich cool ist. Eigentlich hier kommt ja die Ecke hin. So. Passt doch. Immer in der Hoffnung, dass wir hier nichts Sichtbares freisetzen. Ja. Ich höre sehr viele Tiere gerade. Da ist schon wieder ein Vogel. Meine Güte. Habt ihr kein Zuhause? Ja, wie macht man das hier? Rein theoretisch müsste hier so ein Ding hinkommen. Ich meine, so geht klar, oder? Und hier einfach wieder ein umgedrehtes Dach. So, passt. Machen wir hier nur so ein Holz an den Gang. Na? Wer wird denn gleich? So. Und hier auch. Ja, war klar. Es wird wahrscheinlich alles gut gehen. Jetzt muss ich kurz gucken. Genau an der Stelle, ne? Ja. Aber als allererstes mal den Gang fertig. Muss ja alles schön hoch sein. So. Hier noch zu. Fertig. Nee, leider nicht ganz. Hier muss noch irgendwas passieren. Das Schöne ist ja auch, hier ist gerade echt viel Platz. Kriegen wir hier noch mehr? Können wir hier denn noch so reißen? Ich guck mal. Ja, im Endeffekt nicht viel, ne? Hier ist Ende. Dann würde ich einfach nur sagen, machen wir das so. Das übliche Spiel einfach nur. Das zu, so. Holz. Baum bleibt Baum, ne? So. Läuft. Bisschen tiefer gesetzt alles. Sieht doch schön aus. Und hier haben wir dann so eine kleine Terrasse. Oh, hier geht es aber auch ziemlich weit nach draußen. Und wir versuchen das jetzt hier natürlich mal ein bisschen schicker zu machen. Ja, genehmige hier mal den Weg. Da.
ist einfach so ein bisschen rumgelaufen. Hier ist der Strand, Sand und Meer. Ja, muss ja auch kein unbedingtes Ziel ergeben, oder? Einfach hier kann man langlaufen und gut ist. Ich kann mal hier ein bisschen Zaun, habe ich ja noch dabei. Selbst wenn man das sieht, ist ja nicht schlimm. So. Einmal ein kleiner Eingangsbereich. Oder? Ich finde das cool. Hat was. So, tschüss. Und draußen. Na, hier haben wir noch einen großen Raum. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Da weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Platz soll. Muss ich ehrlich gestehen. Hui. Ich will ja auch noch unten das Ganze ein bisschen in Wasser setzen. Dazu gehen wir mal hier runter. Quasi wie so eine kleine Insel. Das guckt mich schon wieder so böse an da. Der springt, hatte. So, einkassiert. Na komm, ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es auch. Dummes Förl-Pexi. So, ich will jetzt halt wissen, wie kriege ich das am besten in Wasser. Oh, hier ist eine Höhle. Später. Wie kriege ich das am besten in Wasser gesetzt? Guck mal, da habe ich Wasser. Das ist aber ganz schön weit weg. Doch so, ich denke, dass ich das Wasser hier so lang laufen lasse. Jetzt muss man mal einen Graben setzen. Ich kann auch einfach hier ein bisschen zumachen. So, dazu muss natürlich der Baum hier weg. Kann ich die ganze Insel überfluten? Das geht ja nicht. Aber die ganze Insel abbauen dauert auch ganz schön lange. Obwohl sich das hier so schön anbietet, ne? Hier können wir so ein bisschen Klippe machen. Ich probiere mal ein bisschen was. So. Schönheit. Kann man später noch bearbeiten. Wir machen hier ein bisschen See draus. Ganz einfach. Kleines Wasserspiel. Wo müssen wir hin? Ja, das auf die Tiefe hier ungefähr. Da haben wir die Erde, 88. Will schon hier so hinkommen ungefähr. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Dass wir hier das hier halbwegs schick hinkriegen. Weg. Das sieht sonst nicht gut aus. Das auch noch. Hä? Manchmal verstehe ich die Bauarten nicht. So. Einfach zu.
So wird das hier ein bisschen umspült. Halt der Baum direkt von mir aus. Das hier ruhig mal so ein bisschen rausnehmen. Soll das ruhig dahin fließen. So. Und hier so lang. Wird halt ein größeres Gewässer. So. Bisschen gerade, aber das ist nicht schlimm. Machen wir die ganze Ecke weg. Das Gute ist, wir brauchen eh noch ein bisschen was von der Erde, glaube ich, für unserem Zoo. Da fehlt da auch noch irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr, ob es das hier war. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich überflute hier alles. Hier ist klar, hier läuft der denn so schön rein. Hier wird es ein bisschen complicated. Hier habe ich ja gesagt, gehen wir hier so durch. So. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens die Arbeit. So. Dupdi-dupdi-dupdi-dup. Jetzt gucken wir uns mal hier mal ein bisschen Wasser klauen. So, dauert jetzt ein bisschen. Ich hoffe wenigstens, dass es jetzt auf Anhieb fließt, nicht, dass wir erst wieder neu starten müssen. Jetzt ruinieren wir den Handschuh natürlich aufs Derbste, glaube ich. Na, Schweinchen, hast bald ausgelaufen. Hier entsteht ein Fluss. Ah, hier müssen wir, glaube ich, so machen. Ich doch nicht wahr. Richtig fließend will es nicht. Boah, die haben das echt so gemacht, dass das nur drei Felder hier weit fließt, wie es aussieht. Platsch. Dafür platscht es schön. Läuft doch. Können wir hier ein bisschen die Erde noch mit hinsetzen. Okay, wir müssen wohl auf jeden Fall jetzt auf diese Ebene, habe ich gerade ja beschlossen. So quasi so hinlaufen lassen, deswegen müssen wir hier doch noch ein bisschen erhöhen. Ist ja nicht verkehrt. So. Da habe ich hier natürlich auch ein bisschen Erde gut. Und sieht dann vielleicht da oben ein bisschen schöner auch aus. Zack.
Läuft. Jetzt ist alle. Dann machen wir den da hin. Wir gucken dahin, dahin und alle. Oh, wir haben noch ein bisschen frisch Wasser. Gucken, dass wir wenigstens die Ecke hier hinbekommen. Ach ja, die schwimmen ja jetzt. So, schwimmen wir weiter. Im Tode. Opa. So, mal gucken, dass wir das hier ordentlich hinbekommen. Jetzt kommen mal die Pixies aus allen Löchern. Der hat mir auch noch vergiftet. Boah, hör mal auf. Ich habe keine Pilze, nichts dabei. Unschuldig. Da kommt schon das nächste Gift. Nee, doch nicht. Jetzt sagen sie zwar alle, aber ich bin wirklich unschuldig. So, gehen wir mal hier rüber. Da ist noch ein Vogel. Ja, komm. Komm her, Vögelchen. Boah, gibt's doch nicht. Mal gucken. Hier, wo soll denn das Wasser hinfließen? Hier oben lang, ne? Da ein bisschen eingeengt das Ganze. Ah, ne, da kommt's raus. So, dahin, dahin. Damit wir hier eine gewisse Vorstellung haben. Ich meine, ich finde es, glaube ich, echt nicht verkehrt. Aber das und vieles mehr werden wir erst in der nächsten Folge wiedersehen. Ich gehe mich ein wenig hinlegen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt es runter in die Kommentare. Liked es, kommentiert es, teilt es. Ich bin gespannt, was ihr von meinem Wassergraben haltet oder überhaupt von der Idee, das Ganze ein bisschen unter Wasser zu setzen, damit das hier noch ein bisschen tropischer aussieht. Und dann schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin.